Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Spitzenspiel. Jedenfalls sagen dies die Vereinsname. Tottenham Hotspur empfängt FC Arsenal London und somit ein Duell eigentlich auf Augenhöhe. Allerdings ist die Heimmannschaft ein bisschen besser in die Saison gestartet und punktet jetzt relativ häufig auch voll. Wir gucken uns mal die Aufstellung schon mal an. Lloris ist im Kasten. Viererabwehrreihe mit Alderweireld und Dier in der Innenverteidigung. Davor Sissoko, Heuberg in der Offensive, Lucas, Ndombele und Son. Und im Sturm natürlich. Wer sonst? Harry Kane. Gareth Bale sitzt mal wieder auf der Bank. Kann aber natürlich noch nachrücken und jemanden super ersetzen. Auf der anderen Seite bei Arsenal ist Bernd Leno im Kasten, auch 5er Abwehrriegel mit Holding, Gabriel, Saka und Bellerin. Davor haben wir Partey, Willian, Lacazette, Aubameyang im Sturm. Und wenn man hier sieht, ein Nani und Partey in der Zentrale. Sehr jung, dieses Mittelfeld bei Arsenal London. Mal sehen, ob es sich ausbezahlt. Wir sehen aber jetzt erstmal hier den Anstoß und die ersten Sekunden im Ballbesitz von Tottenham, denn sie haben die Partie angestoßen, spielen von links nach rechts in den blau-weißen Trikots und Arsenal London komplett in blau von rechts nach links. Super Vorstoß, aber Arsenal holt sich den Ball und wir springen in die 10. Spielminute. Linke Seite, Heuberg rennt in die Mitte. Müsste mal passen. Ah, setzt sich super durch. Sissoko hat einen guten Schuss. Super auf Harry Kane. Nee, auf Lucas. Aber der Ball geht am Tor vorbei. War wohl, wie es aussieht, kein Abseits. Trifft ihn aber nicht so super, wie er ihn haben sollte. Und deswegen keine Gefahr für das Tor von Bernd Leno. Wir springen in die 45. Spielminute und sehen, dass wieder Tottenham spielt hier Richtung Tor, angreift, aber der Riegel von Arsenal steht und das haben wir jetzt hier gerade eben auch wieder gesehen in dieser Situation, deswegen steht sie auch noch 0:0, Arsenal macht zwar nichts nach vorne, das werden wir auch gleich in den Statistiken gezeigt bekommen von den ersten 45 Minuten, damit müssen sie dann wohl leben, aber sie spielen ja schließlich auch auswärts, Tottenham Hotspur hat hingegen hier das Heimrecht und sollte schon ein bisschen mehr zeigen. Die Statistiken. 1-0 Schüsse für die Gäste. Ja, ich habe es ein bisschen anders gesehen, was wir hier so gesehen haben. Lucas zum Beispiel 60% Ballbesitz dafür für Tottenham und eine Ecke für Arsenal. Morgen ab 12 Uhr sehen wir noch Hoffenheim gegen Augsburg und 15 Uhr Liverpool gegen Wolverhampton. Könnt ihr natürlich auch gerne einschalten. Wir schalten aber jetzt erstmal hier die zweite Halbzeit an. Und sehen, dass Arsenal angestoßen hat, spielt von links nach rechts jetzt. Keine Wechsel in der Halbzeitpause. Also das heißt, Bale, darauf müssen wir noch ein bisschen warten. 53. Spielminute, El Neni geht runter, Sabalos kommt bei den Gästen, was erfahren ist. Vielleicht war es doch ein bisschen zu wenig an Erfahrung im Mittelfeld bei den Gästen. Und jetzt gibt es einen Freistoß hier von Son. Son... Und der macht den aber mal so richtig. Der war nicht drin. Der war nicht drin. Der sah so aus, dass er reingeht. Knapp am Pfosten vorbei und dann springt er von der Rückwand zurück ans Hintertornetz. Eieieiei. Ich habe ihn voll drin gesehen. Aber die Chance war auf jeden Fall sehr, sehr stark. So, Ndombele. Jetzt ist Tottenham, wie es aussieht, aufgewacht. Da ist Harry Kane. Super gelaufen, Harry Kane. Ans Außennetz. Leno wäre zwar auch da gewesen, aber wäre die Torwart-Ecke auch zu gewesen. Das habe ich nicht ein bisschen anders gesehen. Ich würde eher sagen, nein. Aber darüber müssen wir uns ja keine Gedanken machen, denn der Ball war hier nicht drin. Nächster Wechsel, Lacazette runter. Und die Nummer 30 bei Arsenal kommt auf den Rasen. 67. Spielminute. Jetzt greifen wir mal die Gäste an über Bellerin. Bellerin, Sabalos, Bellerin,
Ja, Tottenham steht gut hin drin. Zabalos. Zabalos, Bellerin. Eine Pfosten und da ist der junge Spieler, der gerade eingewechselt wurde. Und macht hier den Führungstreffer. Wie lange ist er jetzt auf dem Platz? 2 Minuten, 3 Minuten. Und schon rappelt's. Den hat Tottenham gar nicht auf dem Schirm gehabt, wie es aussieht. Gut, auch ein bisschen Glück hier, das Bellerin-Schuss hier vom Pfosten. Direkt in seine Füße fällt. Und Arteta, also alles richtig gemacht mit dieser Einwechslung. Nketia hat's also hier endlich gemacht, das Tor in dieser Partie. Was macht es Tottenham? 78. Spielminute. Sie greifen an, auf jeden Fall. Højbjerg. Kane. Und jetzt gibt's Freistoß. Bellerin hat gefoult. Da muss ich auch nicht beschweren. Kann auch froh sein, dass er keine Karte jetzt hier aus, wie es aussieht, sieht. Und den Freistoß nehmen wir hier natürlich noch mit. Erstmal noch ein Wechsel. Pepe rein, Aubameyang raus. Für die letzten 10 Minuten also hier nochmal was Frisches. Und Harry Kane steht beim Freistoß. Der kommt super an die Latte. Ndombele nochmal. Aber jetzt ist es geklärt. Was für eine Riesenchance hier für die Gästemannschaft. Für die Spurs. Und wir springen in die 91. Spielminute. Ndombele darf also den Platz auch noch verlassen. Vinicius kommt für ihn in die Partie. Hätte ich vielleicht auch einen Tick früher gemacht, Mourinho. Aber gut, 4 Minuten sind es noch. Jetzt gleich nur 3. Kane hat einen Freistoß mal wieder. Kane bringt den Ball rein und... Oh, wieder Lukas. Ganz knapp vorbei mit seinem Kopfball. Da sehen wir bestimmt einen Schatten am Pfosten. Leno hätte ihn vielleicht gehabt, vielleicht aber auch nicht. Und da sehen wir es, wie knapp das war. Aber Mourinho muss weiter auf den Ausgleich warten. Wenn er überhaupt noch kommt, es sind ja nur noch 2 Minuten zu spielen und Arsenal lässt sich jetzt hier natürlich in Form von Leno Zeit. Zabalos. Son hat jetzt nochmal eine Ball. Jetzt müssen wir schneller nach vorne gehen, aber sie spielen hintenrum. Alter Wild. Højbjerg, das dauert zu lang und jetzt hat Arsenal wieder einen Ball. Und das dürfte schon fast gewesen sein. So ist es. Da haben wir den Abpfiff gehört. 1:0 gewinnt hier Arsenal London tatsächlich gegen Tottenham. Damit konnte man in der ersten Halbzeit nicht rechnen. Tottenham hatte auch einfach die gefährlicheren Chancen gehabt und vor allem auch mehr. Er hat aber das einzige Tor gemacht. Nketiah und... ist somit auch Spieler des Spiels. Nach 3 Minuten Einwechslung hat er hier getroffen zum entscheidenden 1:0 in der 69. Spielminute. Und somit geht also hier Arsenal mit 3 Punkten nach Hause. Die Statistiken der 90 Minuten sehen wie folgt aus. 2:0 Schüsse direkt aufs Tor, aber da oben drüber sehen wir 6:4 Schüsse aufs Tor. Oder halt kurz daneben. 60% Ballbesitz fast auch noch für Tottenham, für die Spurs. Also ein Unentschieden wäre auf jeden Fall in Ordnung gewesen. So ist aber Fußball, so hat Arsenal gewonnen. Und das war also die Preview hier von den Spurs gegen Arsenal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen lassen, einen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns bei der nächsten Preview wieder. Bis dahin sage ich, ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.